Ja, hallo, neue Folge Subnautica. Eigentlich ist das hier schon die übernächste Folge, die ihr gerade seht. Aber die Aufnahme hat in der letzten Aufnahme aufgehört. Ich habe das schon mal gehabt bei anderen Sachen. Da war das aber nicht so wichtig. Ich weiß nicht, warum OBS einfach die Aufnahme stoppt. Die Sache ist, die Aufnahme ist vorhanden. Diese Datei ist aber nicht lesbar, also unbrauchbar. Und es war eigentlich die mit die spannendste Folge, die wir jetzt hier hatten, aber ja, jetzt weiß ich gerade nicht. Eigentlich wollte ich nach Hause. Jetzt finde ich es aber blöd, weil jetzt so viel verpasst, was ich da unten eigentlich gemacht habe. Das ist richtig kacke, ist das. Ich gehe erstmal hier schlafen. Das ist richtig blöd. Also, ich hatte so mal kurz nachgeguckt in der letzten Folge. Ja, es ist halt alles in der letzten Folge passiert. Wirklich alles. Ich war in der Degasi Base drinne. Es war kein Elektrokalmar da. Ich habe das Ei nicht gefunden. Ich habe noch so ein paar Dinge, Deko-Sachen und so gefunden. Habe ich eine Aufzeichnung dort gefunden? Ich glaube, die, weil der ist hier reingejumpt, aber. Please stop fighting and listen. We're sick. What? How? You've been coughing, right? Feeling itchy? Blisters? Yeah. The biometrics would have warned us if we were sick. It's something new. It's not in the database. Come on, then. What's it gonna do? Turn us inside out? Dissolve us into jelly? It's an alien bacteria. It's everywhere. Every organism on this planet. It's altering our genetic code. How are the creatures surviving if they're infected? I don't know yet. Want me to cut some of them open for you? Find out what makes them tick? No. Just tell me what you need, son. Materials, equipment. Just. Can I have some quiet? I need some time to think. Ah, die Sachen. Nee, hier, das ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Came out of nowhere. An alien kraken, bigger than a cyclops. Tore a hole clear through the reinforced hull. I barely got my breather in time. I told her. I said others would come. The rupture threw me clear of the habitat. And the monster turned and bore down on me. Just as its tentacles came within reach, Mather appeared out of nowhere. She had a sea glide in one hand, a jagged piece of scrap metal in the other. She meant to butcher that beast or die trying. The last I saw her, she had the metal lodged in its neck as the monster did its best to shake her, contorting off into the darkness. I'm certain she got her wish, one way or another. Then I thought I saw a light. Deep below me. I hope maybe Bart had swum clear. I followed it. Now I wonder whether I saw anything at all. Our oxygen is low. The habitat is gone. I can't see the sky. Something surely has the scent of my blood. Seek fluid intake. Wir hatten diese Zeitkapsel noch gefunden. Hi Stranger, if you're stranded like I was here, I hope this helps you like it helped me. If I did it, you can do it too. You know, I actually made a purple tablet when I didn't need to. Crazy, right? So here, have it because you need it. Zum Beispiel war da ein Messer bei und so. Und das Tier, was ich letztes Mal schon kurz gezeigt habe, ist das hier. Ein Seewanderer, ein gewaltiger, zweifüßiger Leviathan, der die Riffe in Herden durchstreift und den Meeresboden aufweicht. Ja, ziemlich coole Dinger, vor allem freundliche Dinger. Ausnahmsweise mal, ja, war aber auch nicht das Einzige, was ich gesehen habe da unten. Und jetzt weiß ich gerade nicht. Achso, Kaffeeautomat habe ich gescannt in der Degasi-Basis. Das ist auf jeden Fall neu. Sonst war es das, glaube ich, aber tatsächlich.
Das ist neu. Ich weiß aber nicht, wo ich das her habe. Ach, das ist... Hä? Lädt beim Schwimmen das Gerät in deiner Hand kabellos auf. What? Finde ich aber geil. Tatsächlich. Okay. Ja. Gut. Also, diese Tiere, die ja gerade eben genannt wurden, die wühlen halt den Boden auf, da wo sie mal mit den Füßen hintreten. Ich würde nochmal runtergehen und die zeigen, weil die sahen schon ziemlich cool aus. Und da kommen dann so Kalksteinablagen und die kann man aufmachen. Da ist halt meistens Diamant drin und sowas. Ich habe da noch ein paar Rubine gesammelt. Und die produzieren fremden Dung. Ja, die kacken beim Laufen tatsächlich. Sieht sehr lustig aus. Ich gehe nochmal runter und zeige euch das, weil das ist... Es ist halt... Es ärgert mich halt gerade so, ne? Es ärgert mich so dermaßen, dass da jetzt die Aufnahme kaputt gegangen ist. Das ist... Das ist halt auch... Da gehen dann halt auch diese ganzen Live-Reaktionen dran kaputt, ne? So. Okay. Achso, nein. Ich wollte es nicht stoppen. Na gut, bleibt mir gerade nichts anderes übrig, als wieder nach unten zu sinken. Ich bin hauptsächlich nur nach oben, von daher ist es jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Und nicht so weit ab von zu Hause. Da sind dann mal irgendwie einzelne Fische, die wir anbumsen. Da ist ein Warper. Ich bin definitiv irgendwie ein bisschen gefahren. Der Warper greift zum Glück nicht unsere Dinge hier an. Ich weiß nicht warum. Aber er macht es nicht. Da ist die Degasi-Basis. War es nur ein Fisch oder war es jetzt ein... Es war nur ein Fisch, ne? War nur ein Fisch. Wo ist jetzt die Gazi-Basis? Die ist direkt unter uns. Ich weiß halt nicht mal, ob wir jetzt genau da sind, wo ich halt eben war vor Anker. Das kann ich halt gerade überhaupt nicht mehr sagen. Das ist leider ein kleines Problem. Wo ist jetzt die Kaktigasi-Basis? Ich kriege noch irgendwann zu viel, ne? Da. Nee, das war schon... Ich glaube, ich bin jetzt tiefer drin als vorher. Habe ich so das Gefühl.
glaube, ich war hier gleich und ich habe gerade ein bisschen Angst. Gerade irgendein Fisch getötet. Das sieht das hier aus wie das, wo ich eben war? Ja, das sieht hier so aus. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier drehen. Kann ich hier drehen? Da geht das. Da geht es auch. So. Da ist vorne. Genau, hier hatte ich doch geparkt. Gerade den Fisch gegen mich geschwommen. Okay. Hier war ich geparkt, weil hier komme ich mit dem Krebs runter. Hoffe ich. Das Geräusch, ne? Genau, und dann stand ich ja hier an der Ecke und bin da hingeschwommen. Da war halt wirklich nichts mehr drin, was uns interessiert. Interessant war halt hier drüben. Hier sind sie halt überall lang gelaufen. Machen wir mal eben kurz unser schnell vorbewegen. Hier sind sie. Sind wir ein Stück weiter gegangen. Ich dachte eigentlich auch immer, dass die immer im Kreis laufen, aber das tun die irgendwie nicht. Um die Kollegen mal ein bisschen zu zeigen nochmal. Da! Da! Der hat gerade gekackt. Frische Kacke. Da sind sie. Das ist ihre Vorderseite übrigens. Hier laufen sie nach vorne. Die vorderen Tentakel sind quasi ihre Nasen. Der greift ja doch an. Das ist mir neu. Wahrscheinlich, weil ich im Weg war, ne? Wenn du hinter dem bist, dann jucken die sich halt überhaupt nicht. Scheren sich einen Dreck um dich. Und hier könnt ihr halt sehen, hier, da wo der jetzt reinpiekst. Hier sind halt überall die Dinger. Meistens halt mit Diamanten drinne und sowas. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Ich wusste aber tatsächlich nicht, dass die angreifen. Also, da war das Geräusch, der hat wieder einer gekackt. Da, der da. Hat der nächste gekackt. Der hat halt hier hinten von den Beinen, bis das juckt die halt nicht. Also, ich wollte ja nur ein bisschen jetzt von nahe zeigen. Ja, die sind schon ziemlich cool, die Jungs. Die Dudettes. Coole Dinger, würde ich meinen. Gut, haben wir noch mehr Sachen. Wie gesagt, also bei der Degasi-Basis war jetzt sonst nichts weiter cool.
Allerdings habe ich hier noch was entdeckt. Mal gucken, ob ich es nochmal entdecke. Bin mir gerade nicht sicher. War doch hier, oder? Es war unter diesem Stein. War das hier? War das woanders? Oh, ey. Fällt ja auch ein bisschen die Übersicht, ne? Ich glaube aber, es war hier. Ich sehe es aber nicht. Ich sehe es nicht, beziehungsweise ich sehe ihn nicht. Aber ich hatte ihn ganz klar und deutlich gesehen. Also ich habe es bei anderen Streamern gesehen, dass die halt hier dann so ihre Route ablaufen, ne? Das haben die gerade aber irgendwie nicht gemacht. Ich glaube, das ist jetzt gerade wieder ein bisschen dunkel, ne? Auch nur Quarz. Hallo? Jetzt so die Sache, ne? Da. Da ist er. Da ist er, der Geister Ingo. Dichter will ich dem halt auch echt nicht kommen, ne? Der schwimmt halt hier rum, also nicht weit weg, wo wir mit der Subnautica jetzt, also mit der Subnautica vor allem, mit der Cyclops waren, ne? Der ist auf jeden Fall schon mal nicht, der ist nicht klein. Oh oh. Oh oh. Fuck, 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 ich hab's verkackt. Nichts Wichtiges bei mir zum Glück. Aber der Krebs ist jetzt halt, hier muss ich nochmal wiederholen. Hier an den Warpern vorbei, genau die da. Ja, stimmt, da auf der anderen Seite davon, ne? Die entsprechen. Der ist gar nicht so weit weg, der Geister Ingo. Naja, wir haben ja hier den Krebs ganz gut geparkt. Ich wollte euch ja hauptsächlich das doch mal zeigen. So, kack auf die paar Diamanten und so da eben. Wir haben genug bekommen von den ganzen Leuten. Von daher. Ach, guck mal, hier liegt ja alles wieder. Wie einfach alles in der Luft flog. Ich wäre schon wieder direkt über dem Ding gestorben, ne? Er hat direkt über dem Ding gestorben.
Ach ja, so. Dann haben wir auch nichts verloren. Dann gehen wir jetzt zurück in die Cyclops. Und wieder an die Oberfläche. Nein, 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 geh einfach weg. Schwimm deine Route. Warum war der auf einmal so tief? Warum ist er? Warum war der auf einmal so tief? Okay. Gut. Es war auf jeden Fall der Beweis. Er ist aggressiv. Wo ist die? Da ist die. Oh. Das ist halt... Unsere Cyclops ist halt so dicht dran. An dem eigentlich. Das finde ich fürchterlich. Stellt sich bei mir alles hoch, ey. Ja, der da will jetzt auch gleich... Ach, du bist doch ein Penner, ey. Nein. Ja. Kannst du mal bitte damit aufhören? Ja, es ist halt irgendwo da vorne der Geister, Ingo, ne? Also... Danach könnt ihr euch jetzt mal eine Begeisterung vorstellen hier unten. Einfach nur nach hinten und nach oben. Nach hinten und nach oben. Nach hinten und nach oben geht's mich nach Hause und weg von Geister-Ingo. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Weg von Geister-Ingo. Okay. Jetzt habe ich euch da nochmal alles gezeigt. Und sogar noch mehr. Tatsächlich. Hast du wieder Fische oder was? Soll ich die ganze Zeit gegen unsichtbare Fische hauen, ey? Husch. Ah, jetzt sind wir ungefähr wieder da, wo wir gestartet haben. Und die Aufnahme läuft noch und ich hoffe, sie bleibt diesmal heile. Weil nochmal möchte ich nicht nach unten. Ich möchte auch nicht unbedingt von Geister irgendwo angegriffen werden. Obwohl ich den tatsächlich jetzt so im Nachhinein nicht so gruselig finde wie Ingo selbst, muss ich gestehen. Der hat halt nicht diese Fangklauen und diese aggressive Farbe und ich weiß nicht, dieses Weiß leicht durchsichtig macht ihn so ein bisschen harmloser, finde ich, so aus meiner Meinung. Naja. Gut, womit ich auch letzte Folge beendet habe, ist, ich werde jetzt offscreen nach Hause fahren und wir werden in der nächsten oder... Ja, doch. Ich werde offscreen nach Hause fahren, weil das ist langweilig, da wird nicht viel passieren. Und ich werde dann die nächsten Folgen wieder ohne Cam aufnehmen. Wir werden erstmal das ganze Zeug wegsortieren, wir werden wieder bauen und so. Von daher sehe ich da keinen großen Grund, die Kamera anzuhaben, weil die ist ja eigentlich hauptsächlich dafür da, so wie für Situationen wie eben mit Ingo, Geister Ingo, dass wir da so ein bisschen Live-Reaction haben. Das finde ich persönlich bei anderen Videos auch mal interessanter dementsprechend, ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn ich nur so ein bisschen nachträglich gezeigt habe, was ich eigentlich gemacht habe. Aber mehr kann ich leider nicht machen, von daher, ja, ich bin nur froh, dass ich es schnell genug gemerkt habe.
Naja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Aikira.